liebe YouTube-Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Ich muss dieses Intro hier leider mit Jacke und bei 20 Grad kälter nochmal nachdrehen, weil zum eigentlichen Video, da hatte ich das Intro am Bahnhof Neunkirchen gedreht und da hat es mir irgendwie die Datei zerschossen, also das Ganze nochmal. Tun wir so, als wäre jetzt exakt vor 3 Wochen und ich stehe hier mit einem schicken grauen T-Shirt. Heute fahren wir mit dem Zug zu einem großen Flughafen hier in der Nähe. Wir haben ja schon einen kleinen Flugplatz besucht und umrundet. Und weil es in den Zügen beim 9-Euro-Ticket so voll ist, dass man kein Fahrrad mitnehmen kann, habe ich gedacht, nimmst du den E-Scooter mit, denn der passt wunderbar unter die Sitze und nimmt keinen Platz weg. Wir fahren also zum Flughafen nach Frankfurt am Main und da werde ich einmal mit dem E-Scooter drumherum fahren. Wenn ihr Spaß dabei habt, bleibt einfach dran. Ich sage jetzt schon mal viel Spaß. Juhu, nach 3,5 Stunden Fahrt sind wir schon in Frankfurt am Regionalbahnhof Airport und jetzt muss ich das Ding hier erstmal rausschleppen. Das wird nochmal ein bisschen anstrengend. Und damit wir hier auch ein paar Flugzeuge zu sehen bekommen, haben wir hier vorne die Iceland Air. Es müsste eine 757 sein wahrscheinlich. Aber so genau kenne ich mich da auch nicht aus. In dem 360-Grad-Video eben, da habt ihr auch gesehen, dass hier dieser Skytrain weitergebaut wird. Weil die haben ja auf der Südseite vom Airport nochmal so ein neues Terminal gebaut oder sind noch am Bauen. Da sind die schon recht weit fortgeschritten. Ich stehe hier gerade neben der Autobahn runter in Richtung Monnem. Da ist ganz schön Krach, dafür, dass Sonntag ist, mein lieber Schwan. Und eben startet hier nochmal eine 747. Ich hoffe, man sieht die dann im Video. Das ist für mich natürlich unheimlich schwer, das hier mit diesem kleinen Display von der DJI Pocket 2 zu filmen, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Ich habe noch ein paar Fotos von früher. Wir fahren jetzt aber weiter hier um den Flughafen zum heiligen Boden und zwar zu dem Spotterpunkt in der Nähe von Zeppelinheim. Hier ist er nun, der heilige Boden der Flugzeugspotter, Planespotter. Heute nicht ganz so gut besucht, weil
Wir haben Ostwind, das heißt, wir starten und landen in Richtung Osten. Da ist es hier nicht ganz so interessant, gerade die leichten Maschinen heben sehr früh ab. Aber vorhin die 747, wenn die mal so richtig schön voll ist, die hebt dann doch sehr spät ab. Da kann man sie fast anfassen. Eins sollte man nicht vergessen, wenn man hier am Flughafen ist, und zwar die Luftbrücke hinter mir. Die führte von hier rüber nach Tempelhof zur Versorgung Berlins während der Berlin-Blockade. Und das Gegenstück, das habe ich vor kurzem gesehen, als wir in Berlin waren. Ja, hier hinten hat sich ganz schön was verändert an diesem neuen Terminal. Irgendwie geht es hier auch berghoch und ich kann kein Gas geben, weil ich filme. Hier war früher einfach mal nichts. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich hier so nah überhaupt um diesen Airport drum herum komme. Das hier meint man gar nicht, ne? Wir sind ganz in der Nähe vom Flughafen und cruisen jetzt hier ganz gemütlich durch den Wald. Naja, gemütlich. Ich nähere mich jetzt schon mit Riesenschritten der Startbahn West. Auch eine sehr geschichtsträchtige Gegend hier. Aber dazu später gleich noch ein bisschen mehr. Eben habe ich schon den ersten Flieger hier im Wald starten gehört und das scheppert schon ganz schön, während es hier halt im Wald so wunderbar ruhig und eben und flach ist. Und es geht auch mit dem VMAX VX2 mit dem Fahren hier. Ich bin ja mit dem E-Scooter da.
weil das ist hier so ganz leichter Schotter und da fahre ich so mit knapp unter 20 lang. Das funktioniert wunderbar. Kilometer muss ich dann erst zu Hause gucken, weil ich habe das GPS dabei und nicht resettet und habe das im Zug halt mitlaufen lassen. Und da muss ich dann zu Hause alles so ein bisschen auseinanderschnippeln. So, mal gucken, ob wir vorne von der Startbahn was sehen. Dann fahren wir mal gleich zum Zaun hin. Gut, viel sieht man nicht hier. Da ist der Zaun, ist ja auch Sicherheitsbereich. Für uns ist hier so ein feiner Schotterweg, aber sehr, sehr eben. Also es ist ja schon fast wie Asphalt. Ich traue mich nur trotzdem nicht schneller zu fahren mit nur einer Hand als jetzt gerade 13 km/h. Und nebendran ist natürlich hier innen drin erstmal auch so ein Schotterweg, aber dann entlang der Startbahn mit Sicherheit noch ein schön asphaltierter Weg, auch für die Feuerwehr. Wenn mich nicht alles täuscht, startet hier auch gerade ein Flugzeug. Man hört schön den Roar der Triebwerke. Oh, ich liebe das. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist das winzige Display hier von der Kamera. Den Flieger verfolgen ist damit gar nicht so einfach. Und da kommt auch schon der nächste. Der hebt ein bisschen später ab. Das ist eine 747. Irgendwann sollte sie doch mal zu sehen sein. Ah, ich sehe sie. Ja, herrlich. Ich stecke mal die Brille wieder auf. Das ist Leben. Das macht Spaß. Das macht vor allen Dingen mir Spaß. Vor allen Dingen, wenn ich dran denke, dass ich das letzte Mal vor über 10 Jahren hier war. Da bin ich mit dem Fahrrad drumherum geradelt und habe da auch ein paar Fotos gemacht. Das war noch richtig geil. Jetzt mit dem 9-Euro-Ticket da mit dem Zug war auch in Ordnung. Aber bei den Spritpreisen überlegst du dir ja echt dreimal, ob du hierher fährst. Ne? Wir? Was heißt wir? Ich fahre jetzt mit dem E-Scooter weiter entlang der Startbahn West und auf der anderen Seite der Startbahn dann wieder zurück. Da kommt nämlich gleich der nächste Spotterpunkt. Yeah! Ich stehe jetzt hier genau am Zaun der Startbahn West. Die hat die Bezeichnung 1836. Also vermutlich war es auch mal als Landebahn in nördlicher Richtung gedacht. Aber es ist eine reine Startbahn in südlicher Richtung. Ja, gegen diese Startbahn, die im Jahre 1984 eröffnet wurde, da haben sich die Bürger ziemlich gewehrt. Und das ist auch so ein bisschen der Beginn der Umweltbewegung in den 70er Jahren hier. Da fingen die ersten Proteste an, kann man sagen.
am Flughafenzaun, da sind auch immer so Schilder, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, dass hier No-Drone-Zone ist. Und hinter mir kommt gleich ein ganz wichtiger Spotterpunkt. Da hat man dann immer schön die landenden Flugzeuge bei Ostwind vor der Kamera. Und vielleicht seht ihr gerade hinter mir einen, der dort am Landen ist. Der war wahrscheinlich zu tief. Ansonsten höre ich jetzt schon wieder auf der Startbahn West eine Maschine beschleunigen. Aber leider sehe ich davon hier gar nichts mehr, weil da zu viele Bäume innen drin wachsen. Gut, weiter geht's. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Dafür ist die Kamera zu klein, aber ich denke mal, gehört hat man es, das ist der geile Sound. Ne? Das war es jetzt auch mit diesem wichtigen Spotterpunkt. Und es geht wieder ab auf den Scooter in Richtung Terminal. Weil in einer halben Stunde kommt der Zug, den würde ich gern kriegen. Ganz in der Nähe von diesem Spotterplatz gibt es jetzt hier auch zwei Parkplätze. Ah, das ist cool. Da passen jetzt nicht allzu viele Autos hin, aber für die Menge an Menschen, die dort Flugzeuge beobachten wollen, reichen die Parkplätze aus. Und jeder, der mit dem Fahrrad oder mit dem E-Scooter hierher kommt, der ist ja deutlich mobiler. Der ist ja dann nicht hier drauf angewiesen, ganz in der Nähe zu parken. Ich fahre jetzt in nördlicher Richtung quer zu diesen beiden alten Start-Landebahnen. Und dann gucke ich mal, ob ich das Terminal wieder finde, wo der Regionalbahnhof drin ist. Hier rechts ist jetzt gleich die große Schallschutzmauer und links neben mir wieder die A3. Ja, und dann fahre ich in Richtung Terminal und da gibt es vom Flughafen leider nicht mehr so viel zu sehen. Ich hoffe nur, dass ich hier auch irgendwie ans Terminal komme. Der E-Scooter hat jetzt noch 4 Balken Rest übrig, also noch über die Hälfte. Der Akku hält also auf jeden Fall. Es sind auch gar nicht so viele Kilometer, die ich gefahren bin. Ich bin wieder am Terminal und ich glaube, hier finde ich auch den Regionalbahnhof noch mal ganz einfach. Die Zeit ist ein bisschen knapp. In 9 Minuten fährt der Zug, also hurry up, Junge. Ich sitze jetzt im Zug Nummer 2 seit Frankfurt. Und wenn wir dann nachher ausgestiegen sind, dann machen wir das Fazit von der Zugfahrt. Jetzt fahren wir hier aus Neunkirchen raus, erstmal in Richtung Illingen und da muss ich noch einmal umsteigen. Aber es sind trotzdem sau viele Leute im Zug. Hier unten auf dem gemeinsamen Rad- und Fußweg neben dem
Bahnhof Eppelborn. Da mache ich jetzt auch die Abmoderation, 3 Wochen nachdem die eigentliche Tour stattgefunden hat, weil mir hat die eigentliche Abmoderation auch nicht so gut gefallen. Und wenn ich sowieso schon mal ein paar Szenen nachdrehe, dann kann ich das hier auch machen. So, was war gewesen? Also, ich bin aus dem Zug, also ausgestiegen, bin dann zum Terminal raus und dann um den Flughafen rum. Das war ein bisschen tricky, ohne GPS kaum zu machen, weil dort dieser Skytrain oder wie das heißt, diese Einschienenbahn verlängert wird an das andere neu gebaute Terminal. Und da war halt ziemlich viel Baustelle. Von der Strecke her waren es so circa 27,x Kilometer. Das schafft der VMAX VX2 natürlich locker. War viel Split dabei und ganz wenig Asphalt. Aber das haben wir wunderbar gemeistert. Ich bin selber angenehm überrascht. Die Zugfahrt dann war eine unangenehme Überraschung, weil erstens war es relativ knapp, den 16 Uhr den Zug zu erwischen, weil ich bin dann mit dem E-Scooter fast auf die Autobahn raufgefahren und habe es aber zum Glück noch sehr rechtzeitig gemerkt. Und den Regionalbahnhof dann zu finden, also der ist aber mal ganz schlecht ausgeschildert, ne? Den habe ich dann aber am Ende des Tages gefunden, bin so kurz vor knapp zum Zug gekommen und der war hoffnungslos überfüllt. Aber es war gut, dass ich das so geschafft habe, denn der nächste Zug um 17 Uhr rum, der ist ausgefallen. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, was dann in den folgenden Zügen so abgegangen ist. Der Zug war so proppevoll, dass ich nur im Türbereich stehen konnte und nicht mal 2 Meter beiseite ins Gepäckabteil, um meinen E-Scooter unter die Sitze zu stellen, dass er keinen Platz wegnimmt. Ja, und der Zug wird ja auch nicht leerer. Angenehm wurde es erst ab Türkis Mühle, genau. Ab Türkis Mühle sind einige ausgestiegen. Ja, und ab da hätte ich auch mich abholen lassen können. Da hätte ich sogar eine Stunde Fahrzeit gespart. Das ist auch total lustig, denn von Türkis Mühle bis nach Hause brauche ich mit dem Auto ungefähr eine halbe Stunde. Mit dem Zug inklusive Anfahrt zum Bahnhof Stunde 20. Also das sind schon ganz schöne Werte, ne? Was man hier verfährt, wenn man den ÖPNV benutzt. Ich habe auf jeden Fall eine Lehre draus gezogen. Nächstes Mal fahre ich mit dem Auto hin. Da bin ich nämlich nur eine Stunde unterwegs und ist mir dann egal, was der Sprit kostet. Diesen Luxus, den gönne ich mir. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao, sagt euer Radler Jörgs Vlogs. Vergesst nicht, den Abo-Button zu drücken und bedankt euch mit einem Daumen nach oben.